Hey Leute und willkommen zu einem neuen Pokémon Oras Wi-Fi Battle. Heute spielen wir gegen Hector. Ein Kampf, den ich per Twitter angekündigt habe im Overused hier, wie man hier sehen kann. Und ja, ich habe 3 Kämpfe, glaube ich, gemacht und ich habe mir einfach mal den spannendsten rausgesucht. Und ist auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Kampf, vor allem wir sehen hier direkt auf Hectors Team. In Hectors Team sehen wir eine Regenstrategie, ein Regenteam. So, jetzt habe ich es. und Freunde, was ich jetzt noch mal eben anmerken möchte, bevor der Kampf losgeht. Das fällt vielleicht schon auf, aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das Editing für die Wi-Fi Battles mittlerweile komplett auf Adobe Premiere Pro umzustellen. Vorher, für die Leute, die es interessiert oder die es noch nicht wissen, ich habe früher immer mit Camtasia Studio 8 meine Wi-Fi Battles und eigentlich auch wirklich alles bearbeitet. Mittlerweile nur noch die Let's Plays mache ich mit Camtasia und alles andere, Vlogs, Wi-Fi Battles, mache ich jetzt mit Premiere Pro. Und da habe ich gleich mal hier so ein bisschen mit den Effekten rumgespielt, ja, mit den Kontrasteinstellungen, Lumetri Looks und so weiter. Also das Bild sollte heute deutlich anders aussehen als sonst. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das Bild heute findet. Also ich bin auf den ersten Blick ganz zufrieden damit. Ich bin gespannt, wie es dann hinterher nach dem Rendern aussieht. Wie gesagt, ich bin sehr auf euer Feedback gespannt, Freunde. Aber genug von dem ganzen technischen Blabla. Kommen wir zum Kampf. Ich bringe hier ein neues OU-Team mit, das ich relativ spontan zusammengebaut habe. Ich wollte nämlich mal einfach mal so zur Abwechslung ein Team um Zapdos bauen, weil ich Zapdos eigentlich ziemlich cool finde, aber noch nie so wirklich. Also, ja, ich habe schon mal benutzt, aber lange ist es her, Freunde. Das letzte Mal Anfang X und Y Zeiten, ja, also schon länger her. Und deswegen dachte ich mir, ich baue mal wieder ein Team um Zapdos, Freunde. Und ich würde sagen, erkläre euch das Team einfach mal kurz. Ich habe hier halt ein physisch defensives Zapdos dabei mit Ruheort, Hitzewelle, Voltwechsel und Auflockern. Für gewöhnlich spiele ich auf Zapdos statt Hitzewelle, auf diesem Zapdos zumindest, lieber Toxin statt Hitzewelle. Finde ich aber eigentlich ganz praktisch, weil mit Hitzewelle können wir halt Sachen wie Force Taker oder Tentantel gut treffen. Außerdem habe ich hier noch 2 andere Pokémon im Team, die ebenfalls über Toxin verfügen. Insofern dachte ich mir, benutze ich den Slot lieber für die Hitzewelle. Dann hätten wir hier mein Choice Scarf Terrakium, ja, das einfach richtig hart Damage raushaut. Ein Morlord hier, auch ebenfalls physisch-defensiv. Wer sich jetzt fragt, wieso ich hier 2 physisch-defensive Pokémon dabei habe, das liegt daran, dass Zapdos, so sehr physisch-defensiv es auch ist, es hat ziemlich große Probleme mit Drachen-Pokémon, wie zum Beispiel Dragoran. Wobei Dragoran noch so einigermaßen geht, weil man das wenigstens ein bisschen mit Elektroattacken hitten kann, aber vor allem mit Knackrack und Mega Glurak X hat es halt riesige Probleme, weil diese Pokémon kann Zapdos einfach nicht gut treffen, außer man spielt gerade die HP Ice, aber dennoch wäre Glurak X ein großes Problem. Und gegen diese Pokémon ist Morlord ein ziemlich guter Counter, wie ich finde. Mit der Fähigkeit Unkenntnis sorgt es dafür, dass sich diese Pokémon nicht mit Schwertanz, Drachentanz oder ähnlichem boosten können. Und ja, es ist physisch defensiv einfach auch relativ gut aufgestellt. Ja, dann hätten wir mein Chansey dabei, mein Charnera als Cleric und spezielle Wall, weil Charnera eigentlich speziell alles fressen kann, ja. Vielleicht kein Mystoschwert von Keldeo, aber sonst eigentlich so ziemlich alles. Und ja, hätten wir noch mein Walband Sherox und zu guter Letzt, also Sherox, nee, viele Leute haben sich ja mal beschwert, oder? Also, was heißt beschwert? Viele Leute ist aufgefallen, dass ich Sherox schon lange nicht mehr dabei hatte, Freunde. Und Sherox war ja irgendwie, ja, länger mal sowas fast mein Signature, weil ich das in fast jedem Kampf mit hatte. Aber, Freunde, hier ist Sherox nun wieder dabei. Und zu guter Letzt, und ich glaube, ich benutze es zum allerersten Mal, lang ist es her, ein Mega Gardevoir. Auch zuletzt Mitte, Anfang, Exit White Zeiten. Haut auch speziell offensiv einfach übelst rein. Wobei ich jetzt schon sagen muss, dass mir ein paar Schwachstellen in diesem Team schon aufgefallen sind, beziehungsweise ich von den Items her eine Sache auf jeden Fall ändern will, aber das erzähle ich euch nach dem Kampf. Hector bringt hier mit ein Mamutil, ein Ramoth, Sumpex, Quaxo, Dragoran und Forstaker. Also ein durchaus gut aufgebautes Regenteam, wie ich finde, mit sehr, sehr starken Pokémon. Mamutil zum Beispiel und Sumpex werden ganz, ganz große Threats für mich werden. Ich bin zwar physisch defensiv noch relativ gut aufgestellt, aber ich kann nichts, ich kann wirklich absolut nichts in eine vom Regen geboostete Kaskade von Sumpex reinschmeißen. Also da muss ich aufpassen, wie ich um das Ding rumspiele. Aber Freunde, ich denke, ich habe genug gelabert. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem Kampf.
Ich finde es natürlich auch ganz cool, dass ich jetzt einem Regenteamer gegenüberstehe, ne, weil ich ja selber ein Regenteam in der GPL benutze, also bin ich ja schon sehr gespannt gewesen. Und ja, ich beginne hier mit meinem Zapdos, weil ich einfach dachte, vielleicht liegt er mit Forstell kommen, die Hazards rauszubringen oder mit Quacks, um den Regen rauszuholen. Aber hier hat mein Gegner meinen Zapdos Lead schon hervorragend predicted und leadet mit seinem Mammoth Swine. Der Kampf geht, by the way, 48 Runden, also seid gespannt. Und ja, hier macht er direkt den Double Switch in seinen Ram auf, war ein guter Zug, muss man sagen, weil ich halt gegen Marmutel nicht so wirklich viel hätte tun können. Hitzewille wäre auch nicht sehr effektiv gewesen durch die Fähigkeit Speckschicht. Deswegen bin ich hier direkt in meinen Morlord gegangen. Gegen Ramoff möchte ich aber nicht drin bleiben, für den Fall, dass jetzt ein Gigasauger kommt. Deswegen switch direkt raus und mein Gegner nutzt die Chance, hier auf einen Falter reinzugehen, was jedoch gegen Chanera absolut nichts bringt. Denn Chanera wird auch bei plus 3, plus 4 alle Hits noch sehr gut tanken und ich kann dann ein freies Toxin rausbringen. Insofern lohnt es sich dann nicht für ihn drin zu bleiben. Er switcht da ja in sein Forstalker. Hätte ich predicten können, sollen, müssen, aber habe ich nicht getan. Bin hier noch safe geblieben, deswegen switche ich jetzt raus in mein Zapdos, weil ich hier schon gedacht habe, dass mit Sicherheit die Tarnsteine kommen. Und ich möchte hier nochmal mein Zapdos reinholen, bevor es nachher den Tarnsteinschaden bekommt. Außerdem kann ich gleich mit Defog die Tarnsteine direkt wieder entfernen. Außerdem kann Forstalker ansonsten nicht besonders viel gegen ein Zapdos machen. Deswegen war klar, dass er hier raus switcht und er wechselt wieder in sein Mammoth Swine, was mir gar nicht gefallen hat. Allerdings hier gehe ich erstmal aufs Auflockern, weil ich ehrlich gesagt die Tarnsteine erstmal entfernt haben wollte. Das war mir dann doch von der Priorität ein bisschen wichtiger. Ja, an dieser Stelle wechsle ich meinen Zapdos nur noch raus, weil ich hier immer noch keinen Eiszerfackel tanken möchte. Zapdos wird sehr, sehr wichtig für mich werden. Darum gehe ich hier in Morlord. Das ist einfach das Ding, was Marmutel hier noch am besten ausbremsen kann. Da kommt der Eiszerfackel und er macht, ja, keinen dramatischen Schaden, sagen wir so. Auch ein Live-Orb Marmutel hätte mir nicht allzu viel Schaden gemacht. Jedenfalls nichts, was ich mit einer Genesung nicht wieder hätte heilen können. Mein Gegner entscheidet sich nun in seinen Politoed, sein Quacksor zu wechseln, um nun seinen Regen rauszubringen. Ist natürlich eine gute Gelegenheit hier. Ich gehe hier einfach auf Siedewasser, hoffe mal einfach auf den Burn. Ich kriege hier einen kleinen Regenboost, der aber nicht sonderlich viel bringt. Und ich bekomme leider keinen Burn. Das wäre schön gewesen, ein bisschen permanenten Schaden auf diesem Quacksor zu haben. Ja, ich entscheide mich jetzt hier in meinen Scharnierer zu gehen, weil ich dachte, ich will erstmal gucken, was dieses Quacksor macht. Und es geht wie erwartet aus Toxin. Allerdings hätte ich das halt mit der Aromakur beziehungsweise mit Scharnierers Fähigkeit innerer Kraft direkt wieder kurieren können. Also insofern wäre das nicht so wirklich schlimm gewesen. Und hier switcht mein Gegner wieder raus in Forstalker. Das habe ich hier an dieser Stelle allerdings nun predicted und gehe darum in meinen Zapdos rein und habe nun hier die Gelegenheit, eine Hitzewelle rauszuhauen. Die wird zwar vom Regen ein bisschen geschwächt, aber sollte Forstalker immer noch hervorragenden Schaden machen können. Mein Gegner möchte das ja auch nicht riskieren und switcht daher direkt in seinen Dragoran. Und ja, ich bin jetzt einfach mal safe für die Hitzewelle gegangen. Vielleicht wollte er die Rocks nochmal rausbringen, allerdings, naja, es macht hier zwar null Schaden, aber immerhin ist die Mundschuppe gebrochen, jedoch nicht für sehr lange. Denn mit den Überresten kann er die direkt wieder hochheilen. Da ich mir dachte, okay, Dragoran im Regen wird dann wahrscheinlich nicht physisch offensiv sein. Mach mal einen Volt-Switch und Switch raus. Es ist schon mal gut zu wissen, dass ich hier schneller bin. Wahrscheinlich wird dieses Ding mit Surfer, Donner und Orkan gespielt. Das ist ein relativ gängiges Regen-Dragoran-Set, das ich auch sehr gerne selbst benutze. Und ja, hier kommt der Donner. Und da ich schon, wie gesagt, damit gerechnet habe, dass es hier ein spezielles Dragoran ist, habe ich mich dazu entschlossen, direkt in mein Chanera zu switchen, weil es einfach alle Hits tanken wird. Ja, hier dachte ich mir, der Switch in Forstalker, dass ich den predicte, ist einfach eigentlich viel zu obvious. Das lohnt sich eigentlich. Ich bleib mal drin und gehe aufs Toxin. Allerdings geht mein Gegner doch in seinen Forstalker und insofern war das wieder eine Nullrunde für mich. Ja, mit Chansey kann ich leider nicht besonders viel gegen Forstalker machen, deswegen switche ich ihn nun wieder raus in meinen Zapdos. Und hier kommt nun ein Zug, den ich ziemlich, ziemlich cool fand, nämlich er geht hier für den Double Switch, da er schon mit Zapdos gerechnet hat und kann jetzt hier seine Monsterwaffe rausholen, Freunde, sein Mega Sumpex. Und dieses Ding wird mir Schmerzen zufügen, Freunde, aber ich gehe hier in meinen Morlord und er mega entwickelt sich. Und jetzt werden wir gleich etwas sehen, was ein bisschen auf Mindgames zu schließen ist. Ja, klar, erstmal die Mega-Entwicklung und er geht aufs Erdbeben, also er hat zwar den Switch hier wunderbar predicted, allerdings scheint er sich nicht sicher zu sein, ob es sich hier bei mir um ein H2O-Absorber oder Unkenntnis-Morlord handelt. Hier war jetzt ganz kritisch, weil ich dachte, ja, ich muss Morlord hier jetzt wahrscheinlich opfern. Allerdings hat er hier den Double-Switch auf Zapdos predicted, was ich leider nicht wirklich nachvollziehen konnte. Nichtsdestotrotz kann ich mich jetzt hier mit Genesung wieder schön hochhalten. Und yay, da ist meine Kamera erstmal wieder richtig schön unscharf geworden, aber Freunde, naja, ihr kennt es ja. Hier geht er nun weiter aufs Erdbeben und ich überlebe wieder ganz knapp mit 3 HP. Also Morlord sammelt hier gerade Nahtoderfahrung vom Allerfeinsten. Allerdings scheint mein Gegner sich auch nicht sicher gewesen zu sein, dass ich hier
Also dieses Murmeltier hat Unkenntnis, ja, wie bereits erwähnt. Aber es hätte halt auch H2 Urabsorber haben können. Und das wäre dann ein bisschen kritisch gewesen, wenn er da mit der Kaskade angegriffen hätte. Ich denke mal, dass das der Grund war, warum er das noch nicht getan hat. Und ja, ich heile mich jetzt immer weiter gegen von ihr. Merkt, das wird ein bisschen stallig. Allerdings muss ich leider sagen, ich habe gerade nicht viele Alternativen. Ich versuche gerade einfach, mich so ein bisschen hochzuhalten. Es wird später wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich auf Siedewasser gehe und auf den Burn hoffen muss. Allerdings switcht mein Gegner hier nun raus, weil ich dachte, okay, das Spiel geht mir doch ein bisschen auf die Nerven. Geht in Quaxo und holt seinen Regen wieder raus. Das freut mich natürlich gar nicht mal so sehr. Und ja, ich gehe weiter auf Genesung. Ich war sogar kurz davor, hier jetzt anzugreifen mit Siedewasser oder Toxin, ja, wobei eher mit Siedewasser, wenn ich mal so drüber nachdenke. Aber immerhin habe ich jetzt so wieder ein vollgeiltes Morlord und kann es nachher wieder in einen Angriff dieses Sumpex reinwerfen. Vor allem, da er noch nicht sicher ist, ob ich hier ein H2O-Absorber Morlord bin so. Hier hat er nun die HP Grass offenbart, was ich sehr, sehr interessant fand. Und hier kam erstmal die Überraschung, Quack so schneller als Chirox. Und ich dachte nur, bitte kein Burn, Crit, aber kein Burn. Jetzt ein Burn, das wäre so furchtbar gewesen. Ich gehe hier auf die Kehrtwende für den Fall, dass er rausfüllt. Und auch so, wie man sieht, mache ich hervorragenden Schaden an diesem Quack so. Ich dachte nur, boah, bitte jetzt kein Burn. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Und ja, ich nutze jetzt hier die Chance, in mein Gardevoir zu gehen. Und ja, ich kopiere jetzt hier den Niesel, das wunderbar. Bringt mir unterm Strich gar nichts. Das Ding ist einfach nur, er kann nichts, wirklich nichts, sicher in eine Schallwelle von einem Mega-Gardevoir reinwerfen. Er geht in Forstalker, ist resistent gegen den Feentypus, ist bei vollen KP. Meinetwegen, ich gehe in die Mega-Entwicklung. Mega-Gardevoir in Shiny finde ich übrigens unfassbar schön. Ein geniales Pokémon. Gehe hier auf die Schallwelle. Ich bin vollkommen speziell offensiv. Und es macht so viel Damage, Freunde. Es ist resistet. Klar, Forstalker keine so gute Spätstaff. Aber dennoch reicht es locker zu einem Turret. Und Forstalker war tatsächlich gar nicht mal so unbedeutend fürs Gegnerteam. Also war ich sehr froh, dieses Ding schon mal rausgenommen zu haben. Ja, hier geht mein Gegner nun in Sumpex von. Und hier ist wieder das Problem. Ich habe keinen Switch-In für dieses Sumpex. Deswegen muss ich wieder in Morlock gehen und meine Mindgames weiterspielen und somit hoffen, dass mein Gegner denkt, dass es sich hier nach wie vor um ein H2O-Absorber Quaxo-Morlock handelt. Er geht hier aufs Erdbeben, mal wieder um safe zu bleiben, allerdings kann er damit nicht großartig weiterkommen, denn ja, ich kann mich hier mit Genesung einfach wieder hochheilen. Er geht hier in seinen Ramm auf und ich entscheide mich hier auf Siedewasser zu gehen, weil mir schon klar war, dass er hier wahrscheinlich nicht drin bleiben wird. Und dieses Siedewasser macht hervorragenden Schaden an diesem Morlord. Jedoch möchte ich jetzt Morlord nicht irgendeinem Angriff aussetzen, weil ich brauche Morlord bei möglichst vielen KP. Deswegen entscheide ich mich hier in meinen Chansey zu gehen, weil Chansey, wie gesagt, allen Moves dieses Ramoffs gut resistet. Und vor allem, da jetzt Forstalker weg ist, kann ich einfach jetzt freie Toxin raushauen. Und das ist etwas, was ich sehr, sehr begrüße, Freunde. Ja, mein Gegner geht nun in sein Quaxo. Und ich sag's mal so, Freunde, ich habe in diesem Match zwei ganz große Fehler gemacht. Dass ich hier jetzt auf Toxin gehe, war der erste. Denn ich hätte auch den Switch-Up predicten können und auf Geowurf gehen können, denn es war ja eigentlich ziemlich obvious, dass er hier nicht mit Ramoff drin bleibt, weil Ramoff eigentlich nichts tun kann. Aber ich dachte mir einfach, okay, Toxin hier rauszukriegen ist einfach gut, kann ich alles toxinieren und so kann ich diese Langlebigkeit dieses Quaxus noch ein bisschen eindämmen. Ja, war so der Plan. Ja, lassen wir mal so stehen. Da kommt Zumpex, ich gehe hier aufs Weichei. Und ja, Freunde, ich habe auch hier, wie immer, keinen Switch. Ja, was will ich in diese Kaskade reinwerfen? Gar nichts, genau. Deswegen entscheide ich mich hier nun drin zu bleiben und einfach möglichst viel Schaden noch auf dieses Sumpex zu kriegen. Und zu meiner großen Überraschung, Tank Chansey das besser, als ich erwartet habe, aber ich werde geflincht. Und dieser Flinch, Freunde, der ist, oh, der war so bitter, der war so unfassbar ekelhaft. Ja, hier muss ich nun in meinen Morlock gehen. Mein Gegner predicted das jedoch wunderbar und geht fürs Erdbeben. Und das hat er einfach richtig, richtig gut gemacht. Denn so muss ich mein Maul auf jeden Fall sacken und ja, war auf jeden Fall sehr, sehr gut gespielt vom Gegner. Mit dem Ice Heap kann er hier nur meinen Maul auf besiegen und ja, ist ein bisschen bitter, aber kann man nur nichts dran machen. Ich gehe nur in mein Terrakium einfach, um einen mega starken Nahkampf rauszuhauen und ich habe nachgekalkt, ich bin mit dem Walschalt schneller als dieses Sumpex und sollte insofern auch in der Lage sein, es zu killen. Und hier dachte ich mir, okay, Ramoff, bitte jetzt nicht den 130% Flammkörper, das wäre bitte nicht. Ich bekomme die Drops. Ich kann das Ramoff besiegen, wie wir sehen, aber kein Flammkörper. Wunderbar, ich habe den Fluch gebrochen, Freunde.
Und ja, hier kann mein Gegner nun safe in Dragoran gehen. Er hat ja gesehen, dass ich offensichtlich gescarft bin und kann hier nun wieder irgendeinen starken Angriff raushauen. Allerdings kann ich hier die Chance nutzen, in meinen Chansey zu gehen, einen Angriff zu tanken, um mich gleich dementsprechend mit Weichei wieder hochzuheilen. Das Ding ist, hätte mein Gegner diesen Switch nun predicted und wäre in sein Sumpex zurückgegangen, dann wäre das ein sicheres GG gewesen, weil ich dann keine Chance mehr gegen dieses Sumpex gehabt hätte. Naja, hier muss er nur mal rausswitchen und holt natürlich seinen Sumpex rein, Freunde, und ich nutze natürlich gleich die Chance, mich hochzuheilen, denn wir haben gesehen, Chansey kann eine Kaskade tanken. Ja, ist schön und gut. Da muss ich gleich, kann ich gleich Toxin, Geo, was auch immer rausholen. Vor allem jetzt, wo der Regen nachlässt. Er nutzt die Chance, den Regen nochmal neu aufzusetzen. Und ich dachte mir, okay, ist okay. Ich habe gesehen, ich kann eine Kaskade tanken. Ich mache jetzt einfach so viel Schaden wie möglich mit meinen Geo-Würfen, damit ich dann hinterher mit meinem Sherox reinkommen kann und es mit einem Choice Bandit Bullet Punch rausnehmen kann. So, wenn ich jetzt den Geo-Wurf durchbekomme, dann ist das ein leichtes Spiel für meinen Sherox und ich denke, das Match ist dann relativ leicht zu gewinnen. Allerdings bekommt er hier wieder den Flinch und ich habe mich so geärgert. Ich dachte wirklich, warum? Doppel Flinch, ja, mit Kaskade. Wir reden hier nicht von einem Paraflinch-Kiss. Wir reden von einer Kaskade mit 20% Chance. Und hier mache ich den zweiten großen Fehler im Kampf. Ich gehe nämlich in Terrakium und gehe nicht auf Nahkampf, weil ich hier den Dragoran-Switch predicted habe, sondern gehe auf Steinkante und das kostet mich mein Terrakium. Yeah. Vor allem war das keine gute Prediction in keinster Weise. Und ich weiß auch nicht, wieso ich jetzt hier in Zapdos gehe. Ich hätte einfach in Chaos gehen können und Patronen lieb einsetzen können. Keine Ahnung. Denn ich hätte auch einfach, wenn dieses Drago reinkommt, wäre in meinen Gardevoir gehen können. Ja, wobei ich weiß nicht, ob ich im Regen den Surfer so gut getankt hätte. Na, ich weiß nicht. Naja, ich gehe jetzt hier auf jeden Fall auf die Hitzewelle, weil ich Sumpex irgendwie noch Schaden machen wollte, bevor ich mit den Patronen lieb angreife. Und eigentlich, ja, totaler Schwachsinn, was ich mir wieder zusammenspiele, Freunde. Ja, mein Gegner geht hier nur auf den Eiszapfhagel, der macht höllischen Schaden. Wenn jetzt noch ein Flinch komme, ich hätte geheult. Ich hätte geheult. Hier kommt nun die zweite Hitzewelle. Die macht okayen Schaden. Und ich krieg den Burn, Freunde. Ich kriege den Burn. Und ich dachte mir, bam, so gerecht. Dieser Burn war so gerecht für die Flinches. Unterm Strich meldet er leider nicht wirklich. Hätte die erste Hitzewelle geburnt, das wäre was anderes gewesen. Aber ja, so kann er mich nun auch mit einem zweiten Eiszapfhagel trotz des Burns natürlich locker aus dem Spiel nehmen. Das ist ein kleines bisschen unpraktisch an dieser Stelle. Aber ja, was soll ich machen? Zapdos, für was hätte ich Zapdos noch großartig benutzen können? Eigentlich für gar nichts. Insofern, naja. Nun gut, hier kommt nun mein Sherox in den Kampf und was jetzt passiert, sollte relativ obvious sein, denn ich spamme einfach Patronenhieb. Ja, mein Gegner switcht daraufhin jedoch in seine Dragoran, was mir natürlich jetzt gar nicht so sehr gefällt. Ja, ich werde nun hier auf den Switch machen und in meinen Gardevoir gehen, weil ich mir dachte, Gardevoir kann alles ab von diesem Dragoran. Wie wir sehen, der Surfer hat nicht viel Schaden gemacht. So, jetzt kann ich mit einer Schallwelle zurückschlagen und alles killt, was er hat. Nichts, was er reinholen würde, würde diese Schallwelle überleben. Ja, er entscheidet sich, Quaxo reinzuholen und den Regen nochmal rauszuholen. Und das ist ungünstig, Freunde, denn Sumpex wird jetzt den Rest meines Teams vernichten. Ich glaube, der Rest meines Teams besteht sowieso nur noch aus Sherox und Gardevoir. Ja, ich konnte Quaxo nochmal rausnehmen, aber Sumpex wird mich jetzt hier mit einer Kaskade einfach zerstören, ja. Ich kann Sumpex gleich vielleicht noch mit dem Patronib rausnehmen, aber natürlich geht erstmal hier Gardevoir down. Gardevoir, ja, wird einfach in der Luft zerfetzt. Tut mir echt furchtbar leid, aber ist leider so. Und ja, Sherox kommt rein, der Patronib wird jetzt kommen. Der wird Sumpex ausnocken. Und ich habe einfach keine Ahnung. Nee, ich habe eigentlich drei Fehler in diesem Kampf gemacht. Der dritte war, dass ich nachdem Chansey war es, down gegangen ist, dass ich in Zapdos gegangen bin und nicht in Sherox. Ich habe keine Ahnung, wieso ich das getan habe. Aber naja. Ja, Patroni geht nochmal auf das Dragoran. Das hat noch die Multischuppe. Ich bekomme hier nochmal den Crit. So der kleine Wermutstropfen, ja. Aber unterm Strich, ja, sinnlos. Denn mit einem Surfer kann er mich hier rausnehmen. Und damit gewinnt mein Gegner dieses Match mit, ich glaube, 2:0. 1:0 oder 2:0? Ich glaube, es waren 1:0. Bin mir gerade nicht sicher. Ihr seht es ja am Rand, Freunde. Ja, Hector, das war ein sehr, sehr spannender Kampf, wie ich finde, war wirklich sehr intens. Ich habe wirklich drei große, fette Missplays gemacht. Das war
Nein, eigentlich zwei. Dass ich Toxin statt Geowurf auf Kroxo gemacht habe, ging noch. Die Overprediction mit Terrakium war halt kritisch und dann hinterher, dass ich nicht in Chirox gegangen bin und ich habe wirklich keine Ahnung, wieso ich das nicht getan habe. Es gibt manchmal so Momente, wo man einfach richtige Brainfart-Moves macht. Ja, das war so einer. Muss aber auch sagen, ich habe mich unfassbar über diese Kaskaden-Flinches geärgert. Die haben so übel gemeldet. Ah, das war eklig. Aber das gehört zu Pokémon dazu, Freunde. Und ja, ich finde, gerade durch solche Sachen werden die Matches auch unter anderem erstmal so richtig spannend, muss man doch wirklich sagen. Also ich glaube, die Kaskaden-Finishes, die haben das Match auch wirklich immer sehr spannend gemacht, meiner Meinung nach. War auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Kampf-Faktor. Ich bedanke mich vielmals dafür, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, hoffe ich, dass ihr auch in Zukunft wieder einschalten werdet zum nächsten Oras Wi-Fi Battle nächste Woche. Donnerstags um 15 Uhr sollten die jetzt immer kommen, Freunde. Ich versuche mich da ein bisschen ranzuhalten, dass die immer pünktlich und regelmäßig kommen. Und ja, Freunde, wenn es euch gefallen hat, ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Das würde mich sehr, sehr ja, unterstützen und freuen. Und wenn ihr auch gegen mich kämpfen möchtet, Freunde, folgt mir auf Twitter. Da poste ich es immer, wenn ich Kämpfe aufnehme. Und ja, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut raus. Bye, bye.